Also mein Name ist Birgit Haag und im Namen des GreenTech Clusters darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar Digitale Show statt Messeneuheit. So präsentieren Sie Ihre Innovationen auf dem digitalen Markt oder in der digitalen Welt. Super aufregendes und aktuelles Thema, zweiter Lockdown. Wie soll man da die Produkte und Dienstleistungen gut präsentieren? Daher haben wir heute einiges geplant. Ich hoffe, Sie sehen alle die Agenda. Ich werde kurz mit dem organisatorischen Teil, wirklich kurz, eine Folie kurz starten. Danach darf ich Frau Wald von der Werbeagentur DMB vorstellen. Ihr Titel, der virtuelle Showroom, ist Ihr Unternehmen fit für die Zukunft? Danach darf ich Wolfgang Keiner und Isabel Fennemann von Cosmo Consult GmbH begrüßen und freue mich irrsinnig drauf, dass Sie auch mit dabei sind. Danach kommt Stefan Heckmann von Campus 02 und wird uns über die digitale Transformation als Chance für nachhaltige Veränderung im Kundenkontakt referieren. Und danach darf ich mich noch voller Freude begrüßen, dass Lisa Nieder-Peter von Binder & Co. AG heute dabei ist und wirklich live aus der Praxis berichten wird, wie kann man ein cooles Produkt wie Bibitec E-Plus digital umsetzen und präsentieren. Was Organisatorisches gibt es? Kurz und knapp, Sie sind schon alle auf Stumm geschalten. Falls Sie sich doch zu Wort melden möchten, könnten Sie sich unmuten, aber bitte immer nach den Impulsvorträgen oder ganz am Ende. Auch Ihre Kameraeinstellung ist derzeit ausgeschaltet, aber Sie dürfen sie auch gerne einschalten. Wir sehen Sie natürlich auch gerne, weil unsere Speaker, Speakerinnen sehen leider nur leere, schwarze Bildschirme. Das heißt natürlich, wenn Sie Lust haben, können Sie sich kurz direkt machen und Ihre Kamera einschalten. Denn unser Webinar wird aufgenommen und Sie finden dann auch die Aufnahme auf unserer Webseite wieder. Wichtig für heute. Falls Sie Fragen haben sollten, bitte in den Chat schreiben. Sie müssen nicht bis zum Schluss warten. Sie können auch gerne schon während den Vorträgen Ihre Fragen in den Chat schreiben. Wir werden sie je nach Zeit entweder kurz nach den Impulsvorträgen oder am Ende beantworten. Beziehungsweise, wenn uns die Zeit fehlen sollte, werden wir die Fragen mitnehmen und Sie bekommen dann schriftlich eine Antwort. Und auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir verwenden beim GreenTech Cluster ja sehr gerne Mentimeter. Das ist ein Online-Fragetool. Also bitte halten Sie entweder Ihr Handy bereit oder, wenn Sie zwei Bildschirme benutzen, ein Browserfenster geöffnet. Sie werden das heute noch benötigen. Und damit wir gleich einmal testen, wie Mentimeter funktioniert, bitte ich Sie einmal entweder den QR-Code scannen oder auf www.menti.com gehen mit dem Code 6050002. Alle Befragungen sind anonym. Man kann nicht sehen, wer was geantwortet hat. Und ich bitte Sie kurz um eine Abstimmung. Was erwarten Sie sich vom heutigen Webinar? Dann schaue ich mal, ob wir schon jemanden haben, der geantwortet hat. Würde mich freuen. Perfekt. Und da kommen schon die ersten Inspirationswörter auf uns zu. News, Digitalisierungsinput auf alle Fälle, das wird es heute geben. Neuen Input hoffe ich auf alle Fälle. Praxisberichte, Erfahrungen haben wir dabei. Ich bin schon mal gut, dass wir eigentlich 100% hoffentlich erfüllen können. Neue Alternativen auf alle Fälle. Inspiration kommt relativ oft. Hoffe ich sehr stark, liebe Speaker und Speakerinnen, Sie haben da einiges zu erfüllen, aber ansonsten machen wir einfach ein zweites Webinar, falls noch irgendein Input offen sein sollte. Online-Marketing, Kontakte, Tipps zur Umsetzung gibt es heute auch und vor allem neue Ideen. Also ich sehe das Schlagwort, was wir für dieses Webinar heute verwenden werden, neue Ideen, Inspiration. Digitale Messen, sehr gut. Das steckt ja eigentlich schon fast in unserem Titel vom Webinar. Ich schaue noch schnell, wie viele Leute, 15 Leute haben bereits geantwortet. Wir werden noch ein paar Sekunden für die alle, die was jetzt noch nicht so schnell auf menti.com waren oder noch ihr Handy gesucht haben. Perfekt.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt in das Webinar. Freue mich, dass Sie alle geantwortet haben und mit dabei sind. Und darf gleich Frau Walz von der Werbeagentur DMP Digital Motion Picture Datenverarbeitungs GmbH, ein langer Name, wenn man den vollkommen ausspricht, die Frau Walz bei uns begrüßen mit ihrem Titel der virtuelle Showroom. Ist Ihr Unternehmen fit für die Zukunft? Ich muss ja gestehen, ich habe ja schon ein bisschen ein kleines Sneak Peek gesehen von der Frau Walz und ich habe mir nicht gedacht, wie cool man eigentlich Online-Shops machen kann, wie außergewöhnlich Konfiguratoren sind. Und natürlich auch, wenn man klassisch die Homepage betritt, dass das auch sein kann, dass man wirklich ein Foyer betritt mit einer Informationsdame, mit Karteikarten Nicht zu viel und verraten. Entschuldigung, perfekt, es ist ja nur beschreibend, sehr schlecht, nur in Worten. Dann darf ich gleich die Frau Wald bitten. Ich werde meinen Bildschirm kurz stoppen und darf die Frau Wald zu Wort bitten. Ja, ich vermute, man sieht mich jetzt auch gerade. Also wie gesagt, ich heiße Sie sehr herzlich zum Thema digitaler Showroom. Ist Ihr Unternehmen fit für die Zukunft? Willkommen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Geschäftsführerin von der Werbeagentur DMP. Wir sind eine 361-Grad-Full-Service-Werbeagentur und wir machen alles von Grafikdesign, 3D-Animation, Filmentwicklung, Webentwicklung, Social Media. Und wir haben uns eben unter anderem auch auf den Bereich B2B und Industriekunden spezialisiert. Ich würde jetzt gerne hier jetzt auf meine Präsentation wechseln. Ja, die Frage ist, warum Wir sehen 361? Ihre Präsentation noch nicht. Aha. Ein Moment. Jetzt. Genau. Also, die Frage stellt sich eben, warum eben 361 Grad? Wir versuchen für unsere Kunden eben mehr als dieses 360 Grad zu geben und sowohl eben auch kreativ und technologisch über unsere Grenzen hinauszugehen. Also ich hoffe, dass wir wirklich auch Inspirationen schaffen. Und genau dieses eine Grad treibt uns an, wirklich innovative Wege für unsere Kunden zu bestreiten. Wir haben sehr frühzeitig erkannt, wie wichtig der digitale virtuelle Verkauf ist und zugleich, wie schwierig er ist für den B2B-Bereich. Aus diesem Grund haben wir uns schon vor Jahren eben auf den digitalen Verkauf spezialisiert und hier im Speziellen auf virtuelle Showrooms. Das Wort digital ist sogar auch in unserem Firmennamen auch enthalten. Ich möchte Ihnen auch zeigen, dass der digitale Verkauf und Vertrieb mehr sein kann und für viele auch eben mehr sein muss als ein guter Web- oder Social-Media-Auftritt. Ich möchte aufzeigen, welche Möglichkeiten, welchen Nutzen und welche Vorteile ein virtueller Showroom bringen kann. Corona hat bei vielen Unternehmen die Alarmglocken klingen lassen. Mit der Reduzierung an persönlichen Treffen verlangt der Werbe- und Vertriebsmarkt noch mehr technische Raffinesse in der Kommunikation. Wir als Werbeagentur sind mit folgenden Fragen konfrontiert worden. Und da passen wir natürlich genau perfekt zu diesem Online-Webinar. Gibt es einen wirkungsvollen Ersatz für Messen und Events? Wie kann ich Kunden mit digital mit mehr Rich Content ansprechen? Wie kann ich mehr Customer Experience machen und vor allem auch einen Wow-Effekt kreieren? Wie verknüpfe ich digitalen Verkauf mit mehr persönlicher Kundenbetreuung? Wie kontrolliere ich, was wer wen sehen kann? Also das ist der ganze Bereich User Management System und Login. Wie erziele ich mehr Praktikabilität durch einen leichteren Zugang? Stichwort Easy to Access. Kann ich ohne Programmierkenntnisse digitalen Content aktualisieren oder erweitern? Stichwort Content Management System. Unsere Antwort, der virtuelle Showroom. Wir haben unser Produkt Plato Exposed genannt. Warum der Name? Plato ist eben einer der großen Philosophen aus dem antiken Griechenland. Er lehrte, dass Ideen in einer übergeordneten Realität existieren und unsere wahrnehmbare Welt beeinflussen. Für viele Menschen sind die Ideen und die Konzepte anderer eine schwer zu verstehende Blackbox. Unser virtuelles Showroom Plato Exposed beleuchtet die Ideen und Konzepte und macht sie für alle verständlich.
Sie ermöglicht Ihnen also auch, die komplexesten Produkte näher zu bringen. Also einerseits digital, virtuell und interaktiv und andererseits mit einem persönlichen Wow-Effekt. Wir sehen, also hier sehen Sie eben auch eine Liste von den gesamten Vorteilen von unserem virtuellen Showroom. Sie können eben, Plato Expos schafft den nötigen virtuellen Raum, um spannendes, neues und aber auch vorhandenes Werbematerial wie Videos und PDFs mit modernen Kommunikationswerkzeugen wie Kalenderfunktionen für eine Online-Meeting-Vereinbarung, Chat oder Webinars zu verknüpfen. Ziel ist es, beim Kunden eine prägnante Erinnerung zu hinterlassen und die direkte Kommunikation zu fördern. Und dies durch ein leicht zugängliches Online-Tool, editierbar und erweiterbar durch ein CMS. So, das war jetzt das Theoretische, sage ich einmal. Seeing is believing. Und jetzt möchte ich eigentlich so schnell wie möglich in konkrete Beispiele hineingehen. Sie sehen hier schon einmal eine Sneak Preview. Die Stilrichtung so eines Showrooms kann sein von modern, futuristisch, industriell oder sogar Landschaftsgestaltung. Produktkonfiguratoren sind natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema. Und da sehen Sie jetzt einfach, wie sozusagen easy to access, wie leicht das jetzt zugänglich ist. Das heißt, hier bin ich jetzt in dem Raum, in einer Lobby. Man kann hier zum Beispiel gibt es eine Kalenderfunktion, welches man verknüpfen kann mit existierenden tollen Online-Tools, beziehungsweise kann man sich auch registrieren. Man kann vorhandene PDFs sichten und ansehen. Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, und es ist ja so, dass bei vielen Unternehmen gibt es auch schon tolles Werbematerial manchmal, wie auch Imagefilme oder 3D-Animationen, Produktanimationen. Und Ziel ist es auch, das gesamte vorhandene Material hier quasi diesen Raum zu schaffen, wo man das im Rahmen von einem Erlebnis dann sichten kann. Also da kann man zum Beispiel auch Videos aufrufen. Und hier kommen wir jetzt schon ein bisschen mehr in einen Produktbereich. Man kann dann zum Beispiel auch, das würde ich einfach empfehlen, zum Beispiel hier Informationen über gewisse Produkte aufrufen, beziehungsweise auch Produkte interaktiv bewegen. Sie sehen, dass wenn ich mit der Maus hin und her gehe, dreht es sich oder dreht es sich auch nicht. Und ja, also wie gesagt, so ein Raum kann also einerseits live verwendet werden mit dem Verkäufer, der dann gewisse Bereiche zeigt, beziehungsweise je nach Situation kann man dann auch den Kunden auch alleine stöbern lassen. Oftmals ist es so, dass dieser Lobbybereich allgemein für Guest-Users zugänglich ist und dann nur registrierte User, zum Beispiel hier mit dem Aufzug, dann in spezielle Produktbereiche gelangen kann. Hier, um jetzt den Unterschied zu zeigen, also das ist jetzt inhaltlich sehr ähnlich, also ähnlicher Content aufbereitet, also ähnliches Rich Media, aber natürlich von der Stilrichtung hier ganz anders, eben futuristisch. Und auch hier wird quasi auch ein Webinar angeteasert mit einem Raum. Man könnte auch zum Beispiel Präsentatoren in den Raum stellen, die dann sprechen zu jemandem, und man kann quasi über eine räumliche Wahrnehmung auch die vorhandenen tollen Kommunikationstools verwenden. Und da wir auch sehr stark aus dem Bereich 3D-Animation und Special Effects kommen, kurzes Kommentar dazwischen, diese Menschen schauen einen immer an, man hat immer die perfekte Aufmerksamkeit, das kann man programmieren, aber wir sind eben auch spezialisiert, dass wir dann versuchen, auch hier eine Art Hologramm-Effekt zu machen. Hier geht es dann im Bereich Industrie 4.0, wo man zeigt eben Datenströme bei Supply Chain Management. Vielleicht gibt es da interessante Bereiche. Jetzt, was ich auch noch zeigen wollte,
ist ein anderes Beispiel. Sie sehen hier, das ist ein Beispiel auch von unserer Webseite. Also all diese Beispiele sind auch auf unserer Webseite. Hier sehen Sie auch mich, damit es auch selbsterklärend ist. Hier versuche ich auch den Leuten eine Einführung über die Möglichkeiten zu geben. Und auch hier sehen Sie auch wieder einen virtuellen Raum, stilistisch reduziert. Und auch hier kann ich wieder alles interaktiv bedienen beziehungsweise Informationen abrufen oder da Informationen abrufen ich kehre jetzt hier wieder zurück. Einen Moment. Ich zeige Ihnen hier, das ist quasi dieser Alice im Wunderland-Effekt. Mit der gleichen Türe kann ich die unterschiedlichsten Räume dahinter stellen. Und ich glaube, die Frau Haag wollte, dass wir auch unbedingt unseren Konfigurator einfach zeigen. Und wie gesagt, es ist eine sehr, sehr offene Plattform. Aha, einen Moment. F5. Das ist, ich habe jetzt 3 Showrooms offen. Da sehen Sie die Performance. Es sind jetzt an sich gerade 3 Showrooms offen. Ich gehe jetzt da nochmals rein. So, Fullscreen Play. So. Aha. Ah ja, da ist er ja eh. Und hier kann man dieses Mikroskop bedienen, als wäre man in der Schule, in der Chemiestunde Lichter setzen, dann ein Test reingeben, Betitelungen. Und das Interessante ist, dass man dann zum Beispiel hier das Glas dann auch richtig drehen kann. Ups. Das ist ein bisschen eine... Na, in die andere Richtung muss ich das drehen. Einen Moment. Ich bin da etwas nervös, weil ich das jetzt live mache. Normalerweise ist das super leicht zu machen. Einen Moment. So. Ja. Genau. Also Sie sehen hier mit 45 Grad Winkel geht das Licht durch die Linse. Man kann hier die Linse drehen. Man kann hier die Schärfe einstellen und es dann ganz scharf machen. Man kann die Farben ändern und quasi das Produkt eben auch konfigurieren. Und eben interessant, Produkte können also eben einerseits interaktiv dargestellt werden, andererseits kann man sie auch konfigurieren. Beziehungsweise ist natürlich so eine Plattform extrem wichtig, um auch vorhandenes Material, also auch vorhandene, vielleicht tolle 3D-Animationen, die es gibt, tolle Imagefilme, Broschüren, PDFs und Ähnliches, auch da in diese Plattform hinein zu weben, sage ich einmal. Und nur damit Sie auch sehen, wie umfangreich so ein System sein kann, man kann auch genauso Landschaftsgestaltung machen. Also wenn ich da jetzt hier hineingehe, Sie sehen hier sind eine Chat-Funktion. Wir haben hier für diesen Kunden, das war eine Hausmesse, die wir gemacht haben. Dieser Showroom wurde nur für 5 Tage verwendet und ist mit WooCommerce verbunden. Der Kunde kann eben hier, Moment, ich muss das hier nur unten ausblenden. Das, eine Sekunde, ich habe die Leiste von Zoom da unten. Ja, also wenn ich jetzt hier Play mache, kann man hier durchgehen und der Kunde konnte eben selber die Produkte platzieren auf den Tischen und die Verlinkung zu seinem WooCommerce machen, wie Sie hier sehen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt. Das sehen wir bei unserem Kunden, dass die auch selber editieren wollen. Also und es dann auch meistens auch bei sich gerne auch auf ihren Server auch haben. Und dann auch vielleicht immer wieder auch verwenden können. Daher ist eben die Verbindung mit einem Content-Management-System sehr essentiell. Und hier in dem Fall ist halt die Chat-Funktion sehr, sehr sinnvoll, weil das war jetzt nur für 5 Tage. Der Chat war auch immer besetzt. Und das ist das, was ich versucht habe, ist zu erklären, dass
das Hauptziel von so einem virtuellen Showroom ist einfach, eure Produkte perfekt zu inszenieren, eine Erinnerung zu schaffen beim Kunden, dass es nicht einer der hunderten Online-Meetings ist, sondern etwas Besonderes und dann auch die direkte Kommunikation mit den Kunden zu verstärken. Und das ist dann entweder über Chat oder noch besser Akustik, dass man dann gleich miteinander online redet. Und also in Wirklichkeit versuchen wir mit einem virtuellen Showroom den persönlichen Verkauf zu stärken und dabei auch geografische Distanzen und auch Corona-Restriktionen zu überwinden. Ja, jetzt habe ich mich jetzt so beeilt, damit ich die 10 Minuten jetzt auch schaffe. Und was ich eben noch, war ich jetzt zu schnell? Ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Ich glaube, wir müssten fast schon bald ans Ende kommen, damit wir die Zeit einhalten können. Ich wollte jetzt nicht die Zeit überschreiten. Und ich wollte einfach zeigen, also wie gesagt, diese Beispiele, die sind jetzt auch wirklich online, die kann man sehen. Und das Tolle ist, dass man so einen Showroom, Sie sehen hier, da ist jetzt nur eine Webadresse oder hier auf unserer Webseite, das sind nur Web, da unten sind diese Weblinks. Das ist quasi dieses Thema easy to access. Es gibt kein Herunterladen, kein Downloaden. Man kann sehr, sehr schnell Produkte zeigen und präsentieren. Natürlich sind gewisse Produkte, wenn man sie digital auch präsentiert, eben interessant dann auch als 3D-Animation darzustellen, wie wir das jetzt auch in diesen Bereichen haben. Und man muss sich dann überlegen, was ist jetzt das Beste für dieses Produkt? Will ich jetzt zum Beispiel einen 3D-Film zeigen, wie zum Beispiel hier bei der Siemens, wo ich dann sage, okay, da wird halt eine Pipeline, wie die unter der Erde läuft und die Sicherheitstechnik passiert. Also das ist immer eine Balance zwischen vorhandenen Filmen oder PDFs, die man dann eben verknüpft mit einem räumlichen Erlebnis, mehr oder weniger. Frau Wald, das war sehr spannend und sehr umfangreich, was Sie uns alles präsentiert haben. Ich muss leider ein wenig auf die Zeit schauen und würde jetzt Ihren Bildschirm wieder entteilen. Gerne. Perfekt, weil dann können wir gleich zu unserer Frage kommen und auch zu unserem nächsten Speaker. Dankeschön, Frau Wald, das war wirklich cool. Viele Informationen, viele Möglichkeiten, wie man die Produkte virtuell präsentieren kann. Dazu gibt es auch eine Mentimeter-Frage. Bitte wieder entweder den QR-Code einscannen oder auf menti.com gehen und folgende Frage beantworten. Kann ein virtueller Showroom Ihre Produkte besser ins Licht setzen? Wichtig, die Kontaktdaten von Frau Wald. Falls Sie Ihre Produkte natürlich auch virtuell darstellen wollen, wie ist das möglich? Oder auch so eine coole Wiese für Ihre Produkte haben möchten, steht das natürlich zur Verfügung. Jetzt schauen wir mal, gibt es Fragen? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für eine Frage, bis die Mentimeter-Umfrage geschlossen worden ist. Liebe Birgit, du müsstest im Mentimeter noch die Folie weiterklicken. Ich weiß. Ach so, weiterklicken. Entschuldigung. Das ist natürlich blöd. Danke für diesen wichtigen Hinweis. Jetzt. Hallo, hören Sie mich? Ja. Also prinzipiell, weil es ist für manche Produkte bietet sich das gut an, für manche weniger gut. Was aber vielleicht spannender wäre, als nur ein Showroom, ist vielleicht so eine Verknüpfung. Es sind ja immer wieder Messen, wo angeboten wird, man kann sich virtuell darstellen, es sind Tagungen und so weiter. Und es ist theoretisch, wenn man da mitmachen würde, immer wieder der Aufwand, dass man da was macht, dass man da was gestaltet und so weiter. Also für mich würde vom Technischen kenne ich mich nicht aus, aber dass man sagt, man hat eine Plattform, die man dann nehmen kann und zum Beispiel auf Messen immer wieder sich so präsentiert. Ist sowas genauso möglich mit so einer Darstellung oder ist das nicht? Soll ich antworten? Gerne. Ja, also das ist eine lustig, weil wir genau mit diesem Thema jetzt konfrontiert sind für einen Kunden. Es ist so, dass bei einem virtuellen Messestand hat es natürlich den Vorteil, dass dort werden Leute eingeladen, dort gibt es Referenten, da wird versucht, eine gewisse Anzahl an Community auf diese
Plattform zu bringen. Virtuelle Laufkundschaft würde ich das nennen. Das Thema ist aber bei virtuellen Messen, dass die Messestände meistens eine Art Rastersystem sind. Da hat man halt vielleicht Messestand A, B oder C, welches man bespielen kann. Und wir machen für unsere Kunden, bei unseren Kunden wird dann dieser virtuelle Showroom auf dieser Messe geteasert, also angeteasert. Und dann dieses Besondere, also in dem Fall sind wir im Gespräch von einem futuristischen Showroom zum Beispiel, dann dieser besondere Showroom ist dann für alle Messen verwendbar. Und am Internet ist alles... Ich muss leider ein bisschen auf die Zeit schauen, wir sind schon ein bisschen weit fortgeschritten. Ansonsten, Frau Wald, vielleicht stehen Sie nachher noch kurz zur Verfügung für weitere Fragen. Ansonsten gerne. Würden wir kurz zur Antwort kommen. Für die meisten relevant ist eigentlich der Hauptpunkt. Und dann darf ich jetzt weitergeben an Wolfgang Theiner und Isabel Fellemann von Cosmo Consult GmbH, die jetzt letzte Woche eine große Messe, die Digital Summit, durchgeführt haben. Aber dazu gibt es jetzt gleich mehr. Frau Fellemann, darf ich Sie bitten, Ihren Bildschirm mit uns zu teilen? Ja, sehr gerne. So, sagen Sie gerne Bescheid, wenn Sie das sehen. Ja, wir sehen Ihre Präsentation. Sehr schön. Lieben Dank für die Anmoderation, Frau Haag. Ja, und ich glaube, wir dürfen direkt starten, Wolfgang. Was denkst du? Ja gut, ja, super. Du klickst weiter, oder, die Slides? Ja, das mache ich. Sehr gut, dann kannst du schon loslegen. Ja, herzlichen schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Wolfgang Theiner, ich bin Geschäftsführer von der Cosmo Consult GmbH. Wir haben unser Headquarter hier in Graz und haben auch Offices in Wien, Neustadt und Traun. Für uns ist das auch ein sehr spannendes Thema. Da erfahren Sie dann nachher auch von meiner Kollegin, der Isabel Wennemann, noch mehr. Nächste Slides bitte. Die Cosmo Consult selber, wir sind Tochter eines deutschen Unternehmens mit Sitz in Berlin. Wurde 1996 gegründet, mehr als 1200 Mitarbeitern, verteilt über 46 Standorte in 15 Ländern. Das heißt, wir sind ein sehr großes Unternehmen, das eigentlich vor den gleichen Herausforderungen gestanden ist oder steht auch, wie Sie es tun. Nächste Slide bitte. Damit ich das Bild vielleicht noch ein bisschen klarer zeichne, ja, wir sind eine IT-Company. Und wir verstehen uns auch als End-to-End-Anbieter auf Microsoft-Basis zum Thema betriebswirtschaftliche Software, Kundenbindung etc., Datenanalyse und auch das Thema Arbeitsplatz, moderner Arbeitsplatz mit Office und Modern Workplace. Trotzdem, obwohl wir ein IT-Unternehmen sind mit Experten in diesen Bereichen, standen wir auch vor der Herausforderung im Zuge der Corona-Krise und jetzt des zweiten Lockdowns. Wie können wir mit unseren Kunden kommunizieren? Jetzt abseits von LinkedIn und herkömmlichen Webinaren war es uns einfach wichtig, Innovationen, die wir umsetzen können, Themen, die wir treiben können, direkt an unsere Kunden zu bringen. Und das in Zeiten, wo wir über Social Distancing reden, über geschlossene Shops, über keine Messen, keine Flüge, keine Reisen. Und meine Kollegin Isabel wird Ihnen jetzt erzählen, wie wir das umgesetzt haben mit unserem Digital Summit. Ja, lieben Dank, Wolfgang. Und Leute, die mich kennen, die wissen eigentlich, die Folie ist für mich typisch. Erstmal, wie sollen wir das eigentlich machen? Genau an diesem Punkt stand ich vor 8 Monaten. Und auch wenn man immer so gerne sagt, life happens while you're busy making plans, mal ganz ehrlich, keiner von uns, der Veranstaltungen organisieren darf für die Arbeit, hat sich auf so etwas gefreut, vor allem dieses große Umdenken immer kurz vor einer großen Veranstaltung. Also genau an dem Punkt habe ich gestartet und ich darf mich noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Isabel Fennemann, bin für das lokale Marketing für die Standorte Münster, Bielefeld, Köln und Frankfurt zuständig. Erklärt auch ein bisschen vielleicht meinen Sprachgebrauch. Ich grüße heute aus Münster. Ja, worüber darf ich berichten? Wir haben bei uns in den Standorten, in den lokalen Standorten, jährlich Kundenveranstaltungen. Damit starte ich. Das ist einer meiner Fokusthemen neben regionalen Kampagnen. Und hier darf ich einmal im Jahr ca. 150 Kunden und Interessenten, also alle Teilnehmer, begrüßen und habe immer verschiedene Formate, die ich auf diesen Veranstaltungen nutzen kann. Und das letzte Mal, und davon sind auch diese Fotos, ist im April 2019 stattgefunden im Kolosseum Theater Essen. Und wie ich schon gerade sagte, wir haben verschiedene Areas, die wir dort bespielen. Man sieht oben links den Bereich der Messe, auch genauso wie unten rechts. Gleichzeitig haben wir den auch als Lounge-Bereich benutzt und auch als Networking-Bereich.
Aber wir haben auch unten links und oben rechts den Bereich einmal dargestellt, wie das eigentlich bei uns aussieht, wenn wir ein Plenum haben, wenn wir Impulsvorträge zeigen, die natürlich auch uns als Cosmo Consult leistungsfähiger Partner von Microsoft darstellen. Und das ist für uns immer ganz wichtig gewesen, verschiedene Elemente immer wieder einzusetzen, um natürlich auch den Tag sinnvoll zu bespielen, andererseits auch die verschiedenen Aspekte unserer Arbeit einmal darzustellen. Und so hat es natürlich letztes Jahr ausgesehen, was hat auch uns dieses Jahr für mich persönlich an meinem Standort gewartet, am März 2020, das war genau das. Und daher kommt auch ein bisschen unser Titel, ne? Digitale Nähe statt leere Säle. So hat es tatsächlich ausgesehen, wir mussten die Veranstaltung absagen und das war für viele Standorte so von der Cosmo Consult. Was haben wir also gemacht? Gut ist immer, man setzt sich hin und einmal kurz sortieren. Was ist eigentlich los? Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wie können wir vielleicht auch umdenken? Und da kommt mir immer wieder der Spruch von unserem CMO im Kopf, das Internet kennt doch gar keine Postleitzahl. Also schnell der Gedanke, lasst uns einfach als verschiedene Standorte der Cosmo Consult zusammentun und mal unseren Kunden und Interessenten draußen zeigen, wofür wir eigentlich wirklich stehen, wie leistungsfähig wir sind und was wir alles machen können, wenn wir zusammenhalten. Ja, wenn man an so einem Punkt ist, sortiert ist und weiß, oh Gott, wir machen jetzt einfach das digital, wir machen das groß. Was sind denn eigentlich so die Fokusthemen, die wir haben, damit wir uns in so einem Projekt nicht einfach quasi verrennen? Und da habe ich mal 4 Stück mitgebracht, auch mit der Überschrift, was möchten wir eigentlich übersetzen? Übersetzen in dem Fall von unserer Präsenzveranstaltung, die wir kannten und die Fotos, die Sie gerade gesehen haben, in eine Digitalveranstaltung. Und da ist zunächst einmal der Punkt Netzwerken super wichtig. Man kennt das natürlich bei Präsenzveranstaltungen, da geht man immer wieder mit ein paar Visitenkarten nach Hause. Wie funktioniert sowas eigentlich bei einer Online-Veranstaltung? Und das war einer unserer Fokusthemen, dass wir gesagt haben, Netzwerken muss sein, weil dafür steht auch die Cosmo, dafür sind wir halt auch ein Kenner der Branche. Ein zweiter Punkt ist für uns Wissenstransfer. Man ist immer nur so gut wie seine Kollegen, wie die ganzen Mitarbeiter, wir wollen Wissen teilen und dafür stehen wir auch. Also wollen wir handfeste Praxisbeispiele präsentieren und Tipps teilen, die man auch direkt anwenden kann. Dann, wir wären nicht der Partner von Microsoft, der wir heute sind, wenn wir keine Impulse geben würden. Also, wir wollen unseren Kunden eigentlich sagen, was ist wichtig in den nächsten Jahren im IT-Umfeld. Wir wollen Keynote-Speaker haben aus der Branche und Experten und darauf warten unsere Kunden und Interessenten auch. Dafür sind wir eigentlich bekannt mit unseren Veranstaltungen. Und letzteres, man kann sich es kaum vorstellen, Cosmo-like. Wir wollen natürlich unser Herz rauslegen und sagen, hey, das sind wir, das ist die Cosmo Consult, wir sind nahbar und damit auch unsere Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, denn jeder, der im Marketing arbeitet, weiß eigentlich, die größten Markenbotschafter sitzen bei uns in der Unternehmung und genau die möchten wir an so einem Tag auch präsentieren. Wir haben uns letztendlich dazu entschieden, 2 Teile daraus zu machen, also eine Digitalveranstaltung, die 6 Stunden lang geht, in 2 Teilen an 2 verschiedenen Tagen. Wie hat es dann alles ausgesehen? Ich bin noch total beeindruckt von dem vorigen Vortrag, alles in 3D-Rendering. Ganz so schick war es bei uns nicht. Ich finde trotzdem, es kann sich sehen lassen. Man sieht also hier, statt das Foyer in meinem Fall von dem Kolosseum in Essen, haben wir hier unser digitales Foyer, das des Digital Summits. Und da sieht man auch die verschiedenen Breakout-Sessions, Breakout-Rooms, die wir dort zur Verfügung gestellt haben, gemeinsam mit einer Veranstaltungsfirma aus Osnabrück. Der Name ist Köhne, die uns dabei geholfen hat, verschiedene Areas für diese Veranstaltung vorzubereiten. Ich möchte mal punktuell einmal darauf eingehen, was wir dort vorbereitet haben. Wenn man geradeaus rechts schaut, ungefähr 1 Uhr, sieht man unser Infodesk. Und ich finde, das ist eigentlich nochmal ein ganz schönes Gimmick zu sagen, sonst wäre ich da und würde unsere Kunden begrüßen und sagen, welche Fragen haben Sie denn? Ich bin da. Das hat für mich diesmal die Cosmo übernommen, also der Cosmo-Bot. Und die habe ich einfach bespielt mit Fragen, die ich schon kannte. Ich wusste, welche Fragen eigentlich immer wieder kommen und auch Fragen, die schon vorab kamen von Teilnehmern. Damit habe ich unseren Bot gefüttert, noch mit ein paar weiteren, und habe dadurch auch unser Infodesk besetzt. Nicht nur das, wir haben auch an der rechten Seite eine Messehalle, wo wir zu verschiedenen Themen nochmal einen Deep Dive vorbereitet haben. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und das Herzstück unserer Veranstaltung liegt eigentlich geradeaus im Livestream im Plenum, den wir dann verknüpft haben mit unserem YouTube-Channel und konnten dadurch direkt streamen aus unserem Office in Köln bei der ersten Veranstaltung. Und ganz oben, da möchte ich nur mal ganz kurz drauf eingehen, sind unsere neuen Breakout-Sessions, die Workshops, die wir auch in der Agenda mit haben einfließen lassen, um eine richtige Hands-on-Veranstaltung zu erleben. Gut, ich hatte gerade schon gesagt, wir hatten einen Messebereich. Wie könnte denn eigentlich so ein digitaler Messestand aussehen?
Und das haben wir wie folgt organisiert. Wir sind dadurch immer wieder auf einen kleinen Messestand. Wir hatten ungefähr 17 Messestände bei der ersten Veranstaltung, 12 etwas reduziert, kam auf das Thema an, bei der zweiten Veranstaltung. Und bei der ersten Veranstaltung sah es ungefähr so aus. Wir haben rechts und links zwei Links und die kann man sich dann anschauen. Also wirklich ein Deep Dive in das Thema, in diesem Fall CRM. Links dann nochmal ein Factsheet, rechts nochmal eine Landingpage, extra dafür vorbereitet. Und diese Avatare, die da rumstehen und auch mit den Namen, mit den Experten, das sind unsere Kollegen. Die sehen wirklich so aus und warten geradeaus im Chat auf die Kunden, um einfach nur die besten Fragen zu beantworten und direkt zu zeigen, wie es eigentlich funktioniert. So haben wir das organisiert. Und zu dem weiteren Punkt, das Herzstück unserer Veranstaltung ist unser Livestream gewesen, der direkt über den YouTube-Channel ausgespielt wurde. Und nicht nur das, wir haben das auch verknüpft mit einer Mobile-Website. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Abfrage hatten, wir haben es gerade schon so schön gemacht mit Mentimeter, auch ein super Tool, haben wir hier unsere Kunden immer wieder befragt zu den jeweiligen Themen und konnten die Folien, genauso wie eben gerade auch gezeigt, einblenden und direkt mit in das Intro, in die Moderation mit einfließen lassen. So, mit Blick auf die Uhr komme ich jetzt auch mit zur letzten Folie. Frau Haag, ich habe sie im Blick. Gehen wir einmal ganz kurz darauf ein, Lessons learned. Ich glaube, das ist ja das Interessante dabei, einfach mich zu fragen, wie organisiert man so eine Veranstaltung, wie macht die Cosmo das? Ich habe ein paar Lessons learned mitgenommen, für mich persönlich, muss nicht für jeden so passen, aber ich kann das auf jeden Fall unterschreiben. Zum einen ist das, Regieplan haben ist key. Das war für mich so ein bisschen anders, weil ich doch bei Präsenzveranstaltungen immer so schnell improvisiert habe und denke, ach, das wird schon. Bei einer Live-Veranstaltung über einen YouTube-Stream sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir schon jede Minute bzw. Sekunde verplant und das muss auch so sein, denn die ganzen Teilnehmer, die sind ja Fernsehen gewohnt und das ist Hochglanz und das machen die jeden Tag und da wollen wir natürlich nicht gegen anstinken. Also da muss man schon drauf achten. Der zweite Punkt, zu viele Generalproben gibt es gar nicht. Ich mache das zum ersten Mal, ich muss mir sicher sein, ja, aber all meine Kollegen, die mitmachen und die Vorträge halten müssen, die müssen sich ja auch sicher sein. Die stehen genauso vor der Kamera und sind aufgeregt. Also das heißt, Proben, 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 das geht gar nicht genug. Der dritte Punkt, wer nicht fragt, bleibt dumm, kennen bestimmt noch viele aus der Sesamstraße. Ich denke, das gab es in Österreich noch, ja. Das ist immer das Ding, Support und Technik-Hotline, das muss man schon ernst nehmen, gerade bei so Online-Veranstaltungen. Das war für mich natürlich auch neu. Wie gesagt, ich bin sonst immer selber da und kann die ganzen Fragen beantworten. Jetzt muss ich natürlich auch schauen, dass so etwas wie die Cosma, unser Bot, gefüttert ist und wir natürlich auch die entsprechenden Ressourcen dort sitzen haben, die Telefonate entgegennehmen können. Vorletzter Punkt, einfach mal einen Mutanfall haben und da möchte ich jetzt gerne auch nochmal sagen, Mutanfall. Man kennt das auch von den ganzen User-Stories, wenn man aus der IT kommt und IT-Projekte kennt. Erst den Wunsch haben, erst sagen, was man möchte, wirklich träumen und am Schluss gucken, ob es funktioniert. Weil es können mir immer noch Leute Nein sagen, aber Mensch, einfach mal ein bisschen träumen und schauen, ob es funktioniert. Und der letzte Punkt, das ist eigentlich eher so ein Motto von mir, ups, ich lebe wohl zum ersten Mal, Fehler machen ist okay, Feedback einholen und beim nächsten Mal besser machen. Ich glaube, die Einstellung braucht man auch für Online-Veranstaltungen. Diese Folie und die nächste mit den drei wichtigsten Links, meiner Meinung nach, also mit der Eventfirma, mit einem tollen Beitrag von T3N und unseren Aufzeichnungen der Veranstaltung füge ich Ihnen bei. Packe es auch gleich nochmal direkt in den Chat, wenn Sie mögen, eine PDF. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank für die kurze und knackige Präsentation bzw. den Impulsvortrag mit auch den Lessons Learned. Das finde ich total entspannt. Was kann da noch schief gehen bei unserem Webinar? Aufgrund der Zeit gehe ich gleich einmal weiter und bedanke mich bei Herrn Deiner und bei der Frau Fennemann. Fragen hoffentlich noch Zeit für später. Vielleicht haben Sie kurz noch nach dem Webinar 5 bis 10 Minuten Zeit, denn jetzt kommt Herr Heckmann von Campus 02 und wird uns ein bisschen über die digitale Transformation als Chance für nachhaltige Veränderung im Kundenkontakt referieren und präsentieren. Ich freue mich schon sehr drauf. Werde jetzt eigentlich ganz schnell wieder meinen Bildschirm nicht mehr teilen und das Wort an den Herrn Heckmann übergeben. So, wunderbar. Sie müssen jetzt meinen Bildschirm sehen und mich auch hören und sehen. Genau. Wunderbar. Passt ja alles. Generalprobe vorhin schon geglückt. Haben wir ja gerade gelernt, muss man gleich nochmal machen. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich darf ein bisschen über die digitale Transformation als Chance für nachhaltige Veränderungen im Kundenkontakt sprechen. Ich selbst bin Fachbereichskoordinator
für Sales Management an der Fachhochschule für Campus 02. War davor, bevor ich da vor ein paar Monaten angefangen habe, jahrelang in der Beratung, 10 Jahre, 5 Jahre davon als Geschäftsführer in der Strategieberatung, die sich auf Marktwachstum spezialisierte und dann letztendlich auf Sales-Konzepte zu implementieren in den Firmen. Und da habe ich natürlich auch viel von dieser digitalen Veränderung miterlebt und gemacht. Heute geht es eher darum, so ein bisschen einen Impulsvortrag, Ideen, was passiert eigentlich draußen in der Welt, wie verändert sich die Welt, was erleben wir eigentlich und wie nachhaltig ist diese Veränderung und was können wir daraus lernen. So, jetzt hier weitermachen. Das klappt wunderbar. Wir am Campus haben 2 Forschungsschwerpunkte. Das ist einmal, dass wir uns stark mit der Thematik Digital Platform Marketing beschäftigen. Das heißt, welche zweiseitigen Marktmodelle gibt es, die auf einer Plattformebene gezogen werden können, um dort in Austausch und Kontakt zu kommen? Hier auch auf digitale Ökosysteme oder Ökosysteme als neue Kundenbindungsform, die wir schwerpunktmäßig betrachten und wie man die implementieren kann. Und aber auch Familienunternehmen im digitalen Wandel. Wie geht die besondere Situation des Familienunternehmens mit besonderen Eigentümerstrukturen und Herausforderungen, die es nur in einem Familienunternehmen gibt, mit der digitalen Welt um und wie kann man sie unterstützen und fördern in diesen Bereichen? Ich habe Ihnen auch meine Kontaktdaten zur Verfügung gestellt. Ich gebe Ihnen die Präsentation, wird über Frau Haag natürlich später auch dann zur Verfügung gestellt. Falls Sie noch Fragen zu den Bereichen haben, können Sie mich da auch immer wieder kontaktieren. Kommen wir aber zum eigentlichen Punkt. So, jetzt sehe ich sie aber nicht mehr. Ja. Wunderbar. Zur digitalen Transformation. Was ist es eigentlich? Über was reden wir hier eigentlich? Das ist technologiebasierte Veränderungsprozesse, die uns unsere heutige Welt, wie wir sie kennen, ein wenig verändern. Meistens zielt sowas auf eine Verbesserung der Effizienz, der Kostenreduzierung, in irgendeinem Bereich eine Verbesserung der ökonomischen Abläufe ab. Das ist möglich durch neue Technologien, neue Abläufe, neue Tools, auch Supportrollen. Wir unterscheiden eigentlich immer bei der digitalen Transformation von einer digitalen Disruption. Und wir erleben für gewöhnlich die digitale Transformation also als schleichenden oder als kontinuierlichen Prozess. So haben wir es in der letzten Zeit immer ein bisschen erlebt. Und jetzt, bedingt durch Corona, ist aus dieser digitalen Transformation in vielen Bereichen vielleicht eine digitale Disruption geworden. Einfach, weil sich Dinge von heute auf morgen schlagartig verändert haben. Aber wenn wir uns mal anschauen, was passiert eigentlich draußen, müssen wir uns immer fragen, bei all der Veränderung, die wir erleben, wie nachhaltig ist eigentlich die Veränderung? Um die Frage zu beantworten, müssen wir überlegen, was für Veränderungsmöglichkeiten gibt es eigentlich oder was ist der Grund der Veränderung? Einmal gibt es Innovation. Es gibt neue Technologien, neue Mittel, neue Möglichkeiten, die eine Veränderung hervorrufen, andere Möglichkeiten uns bieten. Es gibt aber auch Veränderungen, die aufgrund eines unterschiedlichen Konsumentenverhaltens hervorgerufen werden. Es gibt neue Präferenzen, neue Vorlieben, neue Gewohnheiten, neue Generationen von Konsumenten, die irgendwie hochkommen, andere Gewohnheiten mit sich bringen, kulturelle Veränderungen, was auch immer ist, also eine Veränderung in den Personen. Und das haben wir jetzt seit gestern natürlich wieder sehr stark miterlebt. Es gibt natürlich auch gesetzliche oder Rahmenbedingungen, die sich einfach ändern. Also wir müssen einmal bei der Veränderung, um diese zu verstehen, müssen wir begreifen, was hat sich verändert, was ist der Grund der Veränderung, also Innovation, Konsumentenverhalten, gesetzliche Rahmenbedingungen und können daraus dann eigentlich erst eine Ableitung machen, wie nachhaltig, also wie langfristig ist diese Veränderung, bleibt diese und wenn ja, wie kann ich diese nutzen, muss ich mein Geschäftsmodell adaptieren. Ich sage nicht, dass jede Veränderung oder jede Veränderung, die wir irgendwie erleben, immer nur eine Innovation, ein Konsumentenverhalten oder eine Rahmenbedingung sein kann. Oft ist es auch eine Kombination mehrerer Bereiche, die da zusammenkommen. Aber schauen wir uns mal an, oder was ist jetzt eigentlich durch Corona passiert? Welche Auswirkungen hat Corona auf uns gehabt? Wir sehen, dass kurzfristige Einschränkungen, die wir hatten, insbesondere, sagen wir mal, im ersten Lockdown,
enorme Veränderungen im Konsumentenverhalten hatten. Das ist je nach Branche oder Sektor unterschiedlich. Wir sehen die Veränderungen sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich als auch im B2B-Bereich. Und wir sehen auch, dass viele der Veränderungen eine langfristige Perspektive mit sich ziehen. Also wir sprechen wirklich von einer nachhaltigen Veränderung des Konsumentenverhaltens, was da drin ist, auch im B2B-Bereich. Wir sehen auch, dass die Art des Kundenkontakts durch in dem Fall gesetzliche Bestimmungen und Rahmenbedingungen, die gegeben wurden, von heute auf morgen komplett geändert werden mussten. Und wir sehen auch, dass diese Veränderungen nachhaltig sind, dass viele auf einmal gemerkt haben, huch, es geht ja auch anders. Aber kommen wir mal dazu, was es im Einzelnen bedeutet. Schauen wir uns mal den Konsumenten an, was wir da gemerkt haben. Wir messen in der Forschung oft, also in der Marketingforschung geht es ja oft darum, eine gewisse Markenloyalität zu erfahren und zu forschen. Und viele Marken haben eine Macht am Markt und einen Wert am Markt wegen dieser Markenloyalität. Eine der großen Veränderungen im Corona, und das ist wirklich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten passiert, dass sich das Marken und die Markenloyalität eigentlich komplett zerrissen wurde. Wenn wir uns europäische Befragung anschauen, haben zwei Drittel, also fast zwei von drei Europäern angegeben, dass sie aufgrund der Corona ihr Einkaufsverhalten komplett geändert haben, indem sie eine neue Marke, einen neuen Händler und die Art des Einkaufens gewechselt haben. Es sind zwei Drittel, die innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ihr Einkaufsverhalten, ihre Loyalität, das, was Konsumenten eigentlich wollen, komplett auf den Kopf gestellt haben. Und jetzt noch das viel Interessantere dabei, 80% davon sagen, wir planen, das adaptierte Verhalten beizubehalten. Sprich, ich benutze auch in Zukunft, auch nach Corona, den neuen Kanal, die andere Marke oder die Art und Weise, wie ich einkaufe. Und jetzt mag man vielleicht sagen, ja gut, im B2C-Bereich geht sowas ja schnell, dann gehe ich halt auf Amazon und gucke mir was ich ein günstigeres Produkt oder sonst was an. Wir sehen eine ganz ähnliche Veränderung auch im B2B-Bereich. Und da insbesondere in der Interaktion mit den Verkäufern. War ja ein Thema, haben wir uns mal angeschaut, was ist eigentlich Stand der Forschung in dem Bereich, was sich da verändert hat. Erste, was sich verändert hat, unterschiedliche Rahmenbedingungen. 96% des Verkaufsteams ist 96% der B2B-Verkäufer sind im digitalen Betrieb. Ist klar, Rahmenbedingungen waren angepasst, da musst du irgendwo digital werden. Aber, was ist das Nächste, was daraus rauskam? Der Omnichannel-Verkauf, der Insight-Verkauf, der technologiegestützte Verkauf und E-Commerce sind alles Plattformen, die durch den alles Formen des Vertriebs, die durch Corona massiv beschleunigt wurden. Es ist keine Sache, die Corona ausgelöst hat, aber einfach beschleunigt wurden. Und das ist eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir Geschäfte betreiben, ausgelöst hat. Als dritten Punkt muss man hier noch hervorheben, dass die Art und Weise, wie Supplier, also Lieferanten ausgewählt werden, sich auch massiv verändert hat. Wo die Wahrscheinlichkeit oder die Wichtigkeit eines Online-Auftritts und die digitalen Tools und die Interaktion nicht so eine große Wichtigkeit vorher hatten, ist jetzt, wenn jemand exzellente digitale Touchpoints hat, sprich den Webauftritt im Griff, die Chatfunktion, die Erreichbarkeit über Videocalls. Wenn das passt, wenn das stimmt, ist die Wahrscheinlichkeit zweimal höher, als Hauptlieferant ausgewählt zu werden, als noch davor. Und hier sprechen wir nur vom B2B-Bereich. Sicherlich gibt es da Unterschiede in den einzelnen Branchen, über die wir sprechen, aber hier sprechen wir nur vom B2B. Es hat sich auch die Art und Weise der Kommunikation verändert und die bevorzugte Art und Weise der Veränderung. Digitale Chats und Videocalls sind das bevorzugte Medium der Interaktion. Über 85% der Einkäufer bevorzugen diese Art und Weise der Kommunikation. Undenkbar noch vor wenigen Jahren. Und das über alle Phasen des Prozesses, also von der Identifizierung, der Auswahl und der Bewertung der Supplier zur Bestellung und bei der Nachbestellung. 85% digitale Chats und Videocalls.
Vielleicht kommt hier auch diese gesellschaftliche Veränderung ein bisschen rein, dass man sagt, es gibt mehr und mehr von den Millennials oder Generation Z, die im Einkauf irgendwo sitzen und die sagen, hier sagen 20% können sich vorstellen, komplett auf persönlichen Kontakt zu verzichten. Und das unabhängig von irgendwelchen Pandemien oder Corona-Dingen. Die Frage des Kontaktes hat sich auch insofern geändert, dass es keine Frage des Preises ist. Früher konnte man sich vorstellen, ja, auch ohne persönlichen Kontakt oder in anderen Bereichen viel online abzuwickeln. Es ist aber keine Frage des Preises mehr. 96% der Einkäufer würden 50.000 Euro und mehr komplett digital abwickeln. Einen Bruch sehen wir erst bei über 1 Million Invest. Und da sind wir schon im wirklich großen Bereich. Also sehen wir, dass sich sowohl durch die gesellschaftliche Veränderung als auch jetzt durch einen wirklich disruptiven Eingriff in unser normales Geschehen Dinge verändert haben. Die Frage wieder, wie nachhaltig ist diese Veränderung? Soll ich jetzt alles umstellen? Muss ich mich darauf einstellen, dass es so bleibt? Oder kommt jetzt die Impfwelle und danach gehen wir alle wieder zu Business as usual über? Und hier die klare Aussage, die Veränderung bleibt. Wir sind nur im B2B-Bereich. 80% der befragten Unternehmen, Einkäufer, haben angegeben, dass sie auch nach den Covid-Restriktionen die Art und Weise des Kundenkontakts hinsichtlich der digitalen Transformation so beibehalten wollen. Im Anblick auf die Zeit gehe ich mal schneller weiter auf, was eigentlich jetzt die Ableitungen und Handlungsempfehlungen aus einer theoretischen Forschungsperspektive sind. Wichtig ist jetzt der Fokus auf den Multikanalvertrieb. Geschwindigkeit, Transparenz und Expertise sind den Kunden besonders wichtig und hier möglichst breite Kanäle rangehen. Diese darf ich nicht separat voneinander betreiben, sondern ich muss sie optimieren und integrieren zueinander. E-Commerce, den Webauftritt, den individuellen Kundenkontakt, kundenfreundlich gestalten und alle Kanäle aufeinander abstimmen. Es ist kein Wettkampf, der da zwischeneinander beherrscht. Im Gegenteil, Studien haben gezeigt, gut abgestimmte Kanäle erhöhen sogar die Wechselwirkung im Vertrieb. Ich muss meine Customer Journey neu überdenken. Es sind Entscheidungskriterien und Touchpoints, das heißt die Kundenkontaktpunkte, die ich habe, die sich verändert haben und zwar nachhaltig verändert haben und auch in der Zukunft verändert bleiben. Ich muss meine Customer Journey neu überdenken bzw. neu evaluieren, wo ich stehe und diese optimieren. Und bei allem Digitalen darf ich den Faktor Mensch auch nicht vergessen. Es ist enorm wichtig, dass man bei diesen ganzen digitalen Touchpoints auch immer wieder die menschliche Komponente drin hat. Es ist vielleicht jetzt kein persönlicher Kontakt mehr, aber der Videocall oder der Chat, der irgendwo drin ist, der nicht mit einem Roboter passiert, sondern mit einem Mensch, der auf der anderen Seite ist. Oder vorhin in einem Vortrag war es so schön gezeigt, das ist zwar ein Avatar, aber es ist die Person, die dahinter steht und der Avatar sieht vielleicht so aus wie der Mensch. Also den Faktor Mensch darf ich nicht vernachlässigen oder rausnehmen aus der Gleichung, sondern ich muss ihn integrieren in diesen Bereich. An der Stelle sage ich vielen Dank und freue mich auf Fragen und gebe wieder zurück. Vielen lieben Dank, Herr Heckmann. Gut, wie sich der Kreis schließt, wie man eigentlich das digitale virtuelle Produkt präsentieren kann, weil das wie eine digitale Messe aussieht und wie das mit dem digitalen Kundenkontakt passiert. Es gibt jetzt eine schnelle Mentimeter-Frage für Sie. Wie stark trifft Sie die Veränderung im digitalen Kundenkontakt? Ich habe schon gesehen, ein paar von Ihnen haben bereits geantwortet. Ein paar, glaube ich, brauchen noch den QR-Code. Ansonsten bitte jetzt schnell abstimmen. Währenddessen Sie mit Ihrem Handy bzw. mit Ihrem Browser beschäftigt sind, darf ich mich dann freuen auf Lisa Nina Peter, die wirklich aus Real Life, aus der Praxis sprechen kann. Wie kann man ein Produkt gut präsentieren? Wie kündigt man das an? Welche Erfahrungen haben Sie wirklich aus der Praxis gemacht? Am Beispiel des Bibitec E+. Ich sehe gerade, wir haben 15 Antworten. Guter Schnitt, würde ich sagen, bei 3,9. Also wie stark trifft sie die Veränderungen? Vollkommen. Also da sehen wir, unsere Webinar hat auf jeden Fall wichtige Steps und wichtige Keypoints, wie wir damit umgehen können, welche Produkte, welche Dienstleistungen, wie virtuell präsentiert werden können und wie wir mit dem digitalen Kundenkontakt umgehen. Frau Lisa Nina Peter, darf ich Sie gleich
um Ihren Shared Screen bitten. Mache ich sofort. So, Sie sollten meine Präsentation sehen? Nein. Noch nicht? Okay. Perfekt. Sehr gut. Funktioniert. Super, dann starte ich jetzt zum Schluss. Mein Name ist Lisa Peter. Ich bin Marketingmanagerin bei Binder & Co. jetzt schon seit 5 Jahren und freue mich da jetzt als Teil des Präsentationsteams auch noch kurz meine Praxiserfahrungen mit euch zu teilen. Dann möchte ich auch gleich starten und einmal kurz einen Überblick geben, über was ich heute reden darf. Nämlich zuerst noch einmal kurz zu unserem Star-Produkt, die BiwiTech E+. Danach zu unserem Entscheidungsprozess. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen, die BiwiTech online zu präsentieren? Den größten Teil wird dann die Umsetzung einnehmen, also wie war unser Fahrplan bei dem digitalen Projekt. Und ganz zum Schluss möchte ich noch meine Learnings mit Ihnen teilen, also einfach die Must-Haves und ein kurzes Fazit von unseren Erkenntnissen. Also die BiwiTech E+ hat zahlreiche Vorteile, auf die ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen will. Es ist einfach nur eine Erweiterung unseres bestehenden Sortiments und bei der Entwicklung ist einfach immer der Customer Benefit voll im Mittelpunkt gestanden. Also wir wollten eine wirtschaftliche Lösung sowohl von den Betriebs- als auch in Investitionskosten für den Kunden und haben uns einfach gedacht, wenn schon der Kunde da so im Mittelpunkt steht, dann müssten wir es auch irgendwie schaffen, den Kunden da bei der Präsentation mit einzubeziehen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eigentlich hätte die Messe die Maschine auf der weltweit größten Umwelttechnik der IFA präsentiert werden sollen. Die ist dann natürlich Corona-bedingt abgesagt worden und dann sind wir in einem Dilemma gestanden. Wir waren auf der Suche nach Alternativen. Wie können wir unsere Maschine jetzt der Weltöffentlichkeit präsentieren und haben verschiedenste digitale Kommunikationstools evaluiert. Schlussendlich ist dann die Entscheidung darauf gefallen, dass wir einen Livestream machen mit einer anschließenden Fragerunde, um eben auch da die Kunden schon gleich mit einzubeziehen und in dieser Question and Answer Session die Kunden aktiv zu Wort kommen zu lassen. Wie hat das jetzt konkret ausgesehen? Fokus auf Projektmanagement. Jeder, der sich damit besser auskennt, natürlich haben wir zuerst einmal angefangen, den Projektumfang zu definieren. Und da sind wir gleich einmal vor der ersten Blockade gestanden. Niemand von uns hat so ein digitales Projekt bis jetzt umgesetzt. Was ist überhaupt möglich? Was wollen wir in den Livestream alles reinpacken? Da sind wir gleich beim nächsten Punkt gestanden, das Projektteam. Durch Corona bedingt haben sich immer wieder die Vorgaben geändert. Wer darf gleichzeitig auf der Bühne stehen? Welche Personen sind krank? Welche sind verfügbar? Bei den Maßnahmen waren wir uns nicht sicher. Ist das jetzt tatsächlich umsetzbar? Kommen wir an die digitalen Ressourcen? Ist die Terminschiene wirklich so wie geplant? Es war einfach der Zeitraum sehr kurzfristig. Die Messe ist Anfang Mai geplant gewesen und Ende Juni war dann unser Livestream. Also im Grunde haben wir da knappe 1,5 Monate Zeit gehabt für die Umsetzung. Und wenn man das noch nie gemacht hat, ist das einfach eine große Herausforderung. Und genau, und zum Schluss dazu, das Projekt umzusetzen und zu koordinieren, auch wenn man sich denkt, man plant eh alles. Natürlich ist das bei einem Projekt immer so. Es trifft einen immer irgendwie etwas Unerwartetes, auf das man sich nicht vorbereiten kann. Deswegen haben wir uns das Motto zur Devise genommen, Krisen meistert man am besten, indem man ihnen zuvorkommt und sind voller Elan in das Projekt reingestartet und haben mit der Umsetzung begonnen. Bei uns war das jetzt konkret so, wir haben mit einem Image-Teil bei unserem Livestream gestartet, wo unser Vorstand einmal kurz das Unternehmen präsentiert hat und auch eben eine Einleitung zum heutigen Livestream gegeben hat. Dann eine Produktpräsentation, wo wir unsere BiwiTech kurz vorgestellt haben, welche USPs sie hat und der Vertriebsleiter hat auch eine Sicht aus dem Markt präsentiert. In weiterer Folge hat es dann einen Experten-Talk gegeben, wo unsere Experten aus Produktmanagement, Technik und Entwicklung einfach erklären, was die BiwiTech E+ außergewöhnlich macht und auch eben die Einsatzgebiete sowohl in der Aufbereitungs- und in der Umwelttechnik präsentiert haben. Und zu guter Letzt eben eine Fragerunde, wo die Zuschauer aktiv ihre Fragen einbringen konnten. Natürlich haben wir uns darauf eingestellt, dass vielleicht nicht allzu viele Fragen vom Publikum kommen und haben da welche sozusagen als Backup eingespielt. Aber schlussendlich war genau dieser Part der Fragerunde so langwierig, dass auch wirklich eine halbe Stunde lang nur Fragen gekommen sind und wir aktiv mit den Kunden interagieren konnten. Was uns auch besonders wichtig war, ist, dass wir das in einem Industrieumfeld, also in unserer bekannten Rundhalle präsentiert haben, weil wir uns einfach gedacht haben, das stellt eigentlich den größten Bezug zu unserer Produktion und eben auch der Produktion der BiwiTech dar.
Wie war dann unsere Marketingkampagne aufgebaut? Wir haben das im Grunde als dreistufigen Prozess geplant. Zum einen mit einer Newsletter-Kampagne, die wir an unsere Bestandskunden verschickt haben, einfach mit der Info, wir haben jetzt eine neue Maschine, vielleicht wollt ihr an unserem Livestream teilnehmen. Das nächste über eine Kampagne auf der Website, da haben wir Banner geschaltet, auch eben, um auf den Livestream aufmerksam zu machen. Und auf den Social-Media-Plattformen, hauptsächlich LinkedIn war das bei uns, haben wir Beiträge geschaltet. Alles mit dem Fokus von diesen drei Kanälen auf unsere Landingpage weiterzuleiten. Die Landingpage macht allerdings nur dann Sinn, wenn man im Grunde bei jedem Kanal auch einen konkreten Call to Action eingebaut hat. Also bei uns war das in dem Fall bei Newsletter, Website und Social Media ein jetzt mehr erfahren und dann auf der Landingpage der Button mit jetzt anmelden, mit dem großen Ziel dahinter, alle Interessenten zur Teilnahme an unserem Livestream zu bewegen. Wie hat das jetzt konkret ausgesehen? Bei unserer Website haben wir aus der Marketing-Sicht klassischen AIDA aufgebaut, also Attention, Interest, Desire und Action. Unsere Banner waren eben genau nach dem Prinzip aufgebaut. Zuerst einfach einmal die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wow, interessant, die planen einen Livestream. Dann geht es weiter mit dem Punkt Interest. Aha, worum geht es da? Da möchte ich jetzt mehr erfahren. Dann wirklich das Desire herzustellen. Also wann findet das Event statt? Okay, 30. Juni, 14 Uhr. Und zu guter Letzt nachher diese Action, einfach um den Kunden aktiv einzubinden. Jetzt möchte ich mehr erfahren, da möchte ich teilnehmen und eben auf die Landingpage weitergeleitet werden, um mich dort anzumelden. Die Newsletter-Kampagne, die Landingpage zuerst, Entschuldigung, haben wir wieder mit einem konkreten Call to Action präsentiert. Wichtig ist, Wikipedia sagt schon ganz klar dazu, eine Landingpage hat ein klares Ziel. Genau deswegen heißt sie auch Zielseite. Bei uns war die Landingpage genau das. Wir haben alle unsere Interessenten von den Kanälen, die ich Ihnen vorher schon kurz vorgestellt habe, dort gesammelt und mit einem Response-Element eben den konkreten Call to Action jetzt anmelden, in unseren Cluster gesammelt, sodass wir sie dann zu unserem Livestream einladen konnten. Wie hat die Newsletter-Kampagne dann ausgeschaut? Das war konkret das Einladungsmail an unsere Bestandskunden. Ganz wichtig war da die Personalisierung, also einfach eine persönliche Anrede im E-Mail, die dann die Öffnungsrate steigert. Und wieder ganz wichtig, der Call to Action, die Anmeldung zum Event, wo man eben auf die Landingpage weitergeleitet wird. Gleich im Anschluss an dieses E-Mail, wenn man sich angemeldet hat, war es auch ganz wichtig, eine Registrierungsbestätigung zugeschickt zu bekommen. Weil wenn man die nicht bekommt, denkt man sich immer, aha, ist meine Anmeldung jetzt im Nirvana verschwunden oder hat da eh alles funktioniert? In der Registrierungsbestätigung steht einfach drin dann noch einmal Termin, Uhrzeit, an dem Tag findet statt und so kommen Sie am besten zum Livestream. Und direkt vor dem Event haben wir nachher noch ein Countdown-E-Mail ausgeschickt. Da ist jetzt natürlich der Timer schon auf Null gesetzt, nachdem das Event schon vergangen ist. Zeitnah direkt vor dem Event noch einmal alle Infos gesammelt und der Link zur Weltpremiere, damit auch alle, die es irgendwie in der Zwischenzeit vergessen haben, noch einmal die Erinnerung bekommen, heute ist es soweit, heute ist der Livestream. Die Social-Media-Kampagne war bei uns eben, wie gesagt, auf LinkedIn. Das haben wir mit einem dreistufigen Prozess gemacht. Circa 2 Wochen vor der Umsetzung der Weltpremiere haben wir ein Save-the-Date ausgeschickt mit dem Link zur Landingpage. Einen Tag vor dem Event war dann so eine kurze Sneak Preview, also der erste Blick auf die neue Maschine, wo man mal sehen hat können, wie die sich jetzt mit dem neuen Design, einfach das Look and Feel von der neuen Maschine und noch einmal der Link zur Anmeldung und dann gleich einen Tag nach der Durchführung des Events dann das gesammelte Video für alle, die es verpasst haben, einfach, dass sie es noch einmal nachschauen können. Gleichzeitig mit der Durchführung der Kampagne, mit der Durchführung des Livestreams am 30. Juni haben wir dann auch unsere Online-Kampagne geschaltet. Die ist jetzt vermehrt im Dachraum aktiv, sowohl im Display als auch im Suchnetzwerk von Google. Wir haben da auch schon erste Erfolge zu verweisen, vor allem in der Schweiz. Da haben wir schon 2 BiwiDG Plus verkauft und freuen uns einfach wirklich sehr, dass die Kampagne jetzt auch schon erfolgreich ist. Und was sind jetzt unsere Learnings aus der Kampagne? Generell gibt es einmal zu sagen, die Teilnehmer. Es ist immer so ein Punkt zwischen Qualität und Quantität. Während man auf einer Messe sehr schnell auch einmal Laufkundschaft hat, die einfach nur vorbeischaut, muss man sich beim Webinar schon wirklich angesprochen fühlen, dass man da wirklich teilnimmt und auf Anmelden klickt. Das ist halt immer so ein Pro und Contra, je nachdem. Das Gleiche gilt auch zum Kosten-Nutzen-Thema. Während eine Messe sehr kostenintensiv ist, also wirklich schon einen Großteil des Budgets verschlingt, ist so ein Livestream relativ kostengünstig umgesetzt. Natürlich ist auch Zeitaufwand damit verbunden, aber die Kosten sind halt meist der wichtigere Faktor.
Die Landingpage, ein Must-Have zur Umsetzung. Also ohne Landingpage wäre bei uns genau gar nichts gegangen. Das ist einfach der Vertriebskanal, der auch die Grundlage für alle weiteren Inbound- und Lead-Kampagnen darstellt. Ohne die geht es einfach nicht. Der Sales Funnel, einfach nicht aus dem Auge zu verlieren, wie, wo und wann kann ich meine Kunden erreichen und warum sollte ich sie dazu bringen, dass sie wirklich an meinem Event teilnehmen wollen. Die Unabhängigkeit, die ich mit dem Livestream habe, während man bei Messen immer Reisekontakt- und Hygienevorschriften hat, die man zu beachten hat, ist das bei einem Livestream natürlich einmal schnell, unabhängig und wirklich leicht umzusetzen. Und zu guter Letzt, meine Vorrednerin hat schon einmal angesprochen, man darf einfach Mut zu Neuem haben. Natürlich können dabei Fehler passieren und die dürfen auch passieren. Es sind noch nie Weltmeister vom Himmel gefallen. Also in diesem Sinne hätte ich gesagt, carpe diem. A good plan today is better than a perfect plan tomorrow. Einfach ausprobieren und sich ins ungewisse Digitaluniversum stürzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diese Insights, die wir gerade erfahren haben. Ich bin schon eigentlich sehr gespannt, welches Produkt Sie als nächstes präsentieren werden, weil da kommen sicher einige danach. Kurz zum Abschluss, weil wir schon am Ende unseres Webinars sind, darf ich dich noch einmal auffordern, auf unserem menti.com beziehungsweise auf unseren QR-Code zu klicken und eine Abstimmung durchzuführen. Wir haben noch knapp 7 Minuten Zeit für Fragen, wenn die Speaker und Speakerinnen noch Zeit haben. Ich glaube, es war noch eine Frage von der Frau Wald offen. Da können die anderen währenddessen noch ein wenig abstimmen. Frau Wald, ich glaube, im Chat war eine Frage. Ich suche sie schnell heraus. Wie viel kostet ungefähr ein virtueller Raum? Wie zum Beispiel die Airbnb-Lobby? Kann man da einen Range angeben? Das ist eine gute Frage, die ich ungern auch so beantworte. Es hängt nämlich, also wir sehen halt unser USP darin, dass wir wirklich kundenspezifische Räume machen. Und also man kann schon auch im geringen Bereich Sachen umsetzen, sage ich einmal. Und es kann halt nach außen hin, nach oben hin theoretisch auch ausarten, weil man ja in der virtuellen Welt unendlich viele Räumlichkeiten schaffen kann. Aber prinzipiell ist es natürlich immer schon viel günstiger als jetzt ein echter Messeauftritt, weil es sind immer die Manpowers, die es ausmachen. Und in der virtuellen Welt, also wir erstellen ja auch diese virtuellen Räume am Computer, da ist halt 1, 2 Menschen am Computer und die machen das. Und ja, dementsprechend gibt es auch schon Möglichkeiten, die auch relativ günstig sind. Das ist, wenn sie dann auch mehr schon auf Erfahrungswerte und auf bestehende Räume basiert. Wenn aber dann doch Spezialitäten sind, die dann gewünscht sind, kann es dann auch wieder mehr werden. Aber wir versuchen auch die Klein- und Mittelbetriebe sehr stark zu fördern. Also zum Beispiel diese eine Messe mit der Insel, das war auch eher, sagen wir mal, nicht zu teuer, weil es tut uns auch einfach weh, inwieweit jetzt die Wirtschaft wirklich durch Corona bedingt gebremst wird. Der Verkauf ist essentiell fürs Wachstum und ja, wir sind da immer auch relativ biegsam. Ich hoffe, das reicht als Antwort. Ich glaube, sonst kommt es zur direkten Kontaktaufnahme. Ich darf ja, bitte direkt kontaktieren. Ja. Ergebnis zurückgreifen. Wie man sieht, können Sie sich vorstellen, in Zukunft ebenfalls verstärkt auf digitale Kommunikationstools zurückzugreifen. Das Thema vor allem wird nicht genutzt oder wird genutzt. Von virtuellen Rundgängen, Instagram sowie eigene Webinare, Videos eher weniger. Aber wir sehen LinkedIn und vor allem Facebook wird oft genutzt. Jetzt noch ein großes Dankeschön an unsere Speaker und Speakerinnen für diese virtuelle Durchgänge, virtuellen Messe. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Ich möchte nur kurz unser Projekt Top Runner erwähnen, wo wir steirische Unternehmen bei ihren Digitalisierungsstrategien oder Innovationsmanagement-Sachen unterstützen dürfen, beziehungsweise Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich fördern können, zu 75%. Also falls Sie hier sich weiter mit Digitalisierung beschäftigen wollen, können Sie sich gerne mich kontaktieren. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für 1, 2 Fragen, falls noch welche auftauchen sollten.
Ich hätte eine Frage. Gerne. Herr Heckmann, danke mal für den wirklich guten Vortrag. Ja, hallo. Hi. Das war sehr, sehr spannend. Und ich höre Sie nicht mehr. Bei mir ist leider auch der Ton weg, sonst einfach die Frage in den Chat stellen. Ich glaube, da haben wir ein kleines Tonproblem. Ansonsten, das Webinar wurde aufgenommen und die Kontaktdaten finden sich auch in der Präsentation wieder. Ansonsten können Sie sich gerne an mich wenden. Ich weiß die Kontaktdaten der einzelnen Speaker und Speakerinnen und kann sie gerne vernetzen. Ich sehe gerade, ich glaube, wir haben da noch eine Chat-Nachricht. Die Frage ist zu lange für den Chat. Okay, Herr Fetz, bitte einfach sonst melden und direkt kontaktieren. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, bei den Teilnehmenden sowie natürlich bei den Impulsvorträgen, dass Sie auch mit 12 Minuten Überzug noch eifrig dabei sind und Fragen stellen. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke gleichfalls. Auf Wiedersehen, alles Gute. Wiedersehen.